11 oder 10 oder 12. Drei. Alter, Christian, ey, krasse Vorhersage. Ah, Christian okay, ist Zweiter. Okay, dann 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monopoly mit dem Christian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Und es geht. Dann kann ich noch gar nicht. Los, der Sebastian ist im Urlaub. Ja, ich habe aber den Gedächtnis-Sepp dabei. Als Püppchen. Eine Nähren. Das ist eine die Schausestraße, oder? Die wird direkt heißt die noch? Erworben, die Poststraße. Der Zug ist beendet. Boah, ey, fängt ist jetzt schon am Meckern, oder was? Was hast du denn jetzt schon, Alter? Peter, ja. Du hast die 3 rausgehauen, nachdem ich gesagt habe, 3. Gib mir gleich 5er Pasch, bitte, und dann die Schausestraße. 9. Ab nach, keine Ahnung, wohin. Nee, das ist ein Kackfeld. Ja, Rücke vor bis zur Schlossallee. Rücke vor bis zur Schlossallee, Rücke vor bis zur Schlossallee. Das ist was? Nee. Nee, das ist Geld zahlen. Schlecht. Ach nö. Hey, das ist ja ein richtig scheiß Start. Du hast das Spiel nicht verstanden. Ach Quatsch. Die erste Runde, ey. Ah, das ist schon ein mieser Start. Also Jay hätte jetzt schon aufgegeben. Weißt du, der wäre schon aufgestanden. Ich hab das Spiel schon aufgegeben, hat schon aufgegeben, obwohl er noch nicht mal gewürfelt hat. Stimmt, du hast immer noch nie gewonnen, oder? Sollte der Tag sein. Ich hab jetzt heute eine Katze genommen. Ja, eine Katze, Katzenpuppe hatte ich noch nie. Ja, Bram hat, also damit kann man sich jetzt nicht beschweren. Komm, jetzt alles hier okay. A nach vorne. Ja, komm. Schön. Guter Zug, Jay. Warum würfelst du eigentlich nicht höher? Jay, das ist eher ein mieser Start. Warum ist gemutet für heute? das macht nichts, ist in der Aufnahme drin. Eine 7 ist, glaube ich, gut an der Stelle, weil es ist eine Orange an der Karte. Nehme ich. Sag doch mal Nein, Peter. Muss man manchmal Nein in deinem Leben? Ja, du hast recht, dass man manchmal Nein sagen muss. Oh, die Katze schaut schon ein bisschen geil auf den Hund. Das stimmt, wa? Ja. Guck dich richtig an, so was richtig suspicious. Was machst du denn? Ja, Hund wäre ich auch gerne. Ah, guck mal, noch ist alles drin. Jetzt okay. Gerne Schlafmittel. Warum? Oh, Alter, was passiert denn keine mit Ahnung, Würfeln? Aber auch so dosiert, dass ich dann einfach jetzt so anderthalb Stunden penne. Ja, aber du musst ja trotzdem A drücken. Komm, aha, keine Ahnung, lass ich die Krebe, leg ich den Controller in das Terrarium, dann drücken die Krebse. Du musst schon zwischendurch immer mal wieder drücken. Jawohl, weiter geht's. Aber wenn die Krebse mitspielen würden, wäre auch lustig. Die Krebse werden auf jeden Fall besser spielen als ich. Also das ist ja wohl Fuck. Ja, das ist nämlich ein Game. Ja, auf wem Skill. Darf ich jetzt Miedel rotzen? Oh, Hafenstraße. Krass. Ah ja, Glück gehabt, Mensch. Das mal war der Werben hier, du alter Mogul, ja, du. Ja, ich bin froh. Ich bin jetzt froh. Jetzt eine 2 oder 3 wäre doch richtig sexuell. Also eine 5, Peter. Steht da Bram nicht? Doch gut, das ist eine rote Straße. Nee, okay, ich dachte Bram steht da. Nee, alles gut. Nee. Dann ist alles Tutti Frutti. Tutti Frutti! Wo sind die Brüste? Was heißt mit dir heute? Oh, eine 10. Nee, das ist nicht gut. Ab auf den Opa-Platz. Nee, okay. Oh. Alle Runden weg. Alle Runden weg! Wow! Erste hey, Runde, alle Runden weg. Müsste ich nochmal nachgucken. Guck mal, Moment, Jay. Ey, Jay, du hast doch noch keine hellblaue geil. Und keine braune. Alter, Bram, ich mir noch, schon 3! Ich gönn mir einfach noch einen Bahnhof. Warum what the nicht? Fuck, in der ersten Runde 3 das Bahnhöfe. Stark. Also, komm, jetzt 10er Pasch. Also 10 meine ich. 10er Pasch. Ja, nicht 10er Pasch. Wenn er jetzt eine 10 macht, ey, dann wär's schon krass. Oh, ah, komm. Ja, da laufe ich nochmal ein Stück. Jetzt ein 8, komm, 4er Pasch, Bram. 4er Pasch. Nee, mir reicht auch nur 5 oder 3. Komm, 4er Pasch, Bram. Woo! 7. Oh, dann kriegst du noch eine grüne, ne? Also bist heute richtig im Einkaufsmodus. So super. Das stimmt. Viele teure Dinger. Ja. Ich bin auch hier vorne. Na, nice. Ja, 7 Park, ist doch schön. Super. Ja, perfekte Ausgangslage für... Ist doch super, da passiert nichts für dich. Das ist doch geil. Ich habe immer diese, ich habe immer diese Löcher. Ich glaube, dann redet Bram immer, oder? Weißt du, wenn einfach gar nichts ankommt und Peter und Christian ruhig sind. Und. Ja, okay. Macht ja nichts. Ja, dann zeig mal, wie geil du spielst. Oh, er redet gerade wieder, oder? Ja. Heiße, die ist schon weg. Ein bisschen muss man ja quatschen, ne?
Ja, du musst jetzt bezahlen, wahrscheinlich macht er sich gerade lustig über mich. Nö. Okay. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Fleh dich an, dass du denkst, dass ich dein Ding war. Ich bin Bram jetzt eher so ein. Ja, komm, nehm ich auch noch mit. Alter. Ja. Alter. Einkaufsreichste Runde und du trittst auch wahrscheinlich noch als erster los. Krass. Aber hast du von hat einmal von Vorteil? Allen guten Straßen teuren Straßen. Ja, du kriegst als erstes den Monopoly, Mann. Ja, genau. Da kommen wir eine 8. Geil. Ah, schön. Wasserwerk. Nein, doch nicht. Kannst ja auch mal, kann ich mal wieder was kaufen. Rummy. Jetzt eine zweite Karte erworben. Besten Sachen ever. Oh, eine schöne 9 jetzt. Ah, schön. Aber auch die Parkstraße. Ah, geil. Ich gerne. Danke. Nein, ich, irgendwas wird mir schon einen Weg eröffnen. Der letzte Bahnhof ist mein. Ja, ist er weg. Gute Handelslage für Peter. Ey, Hund! Bleib mal stehen. Ich glaub, Peter möchte die 3 Bahnhöfe verbrannen. Ja, und ich gebe ihm dafür meine hellblau. Tja, wer ist der Erste, Chris? Ja, okay. Das stimmt ja nicht. Ich kann jetzt nicht mehr würfeln. Ja gut, aber Jay jetzt auch nicht. Trotzdem, der aber los ist. Oder Bram jetzt auch nicht. Bram jetzt ein paar Schwürft ist... Boah! Nee. Wow! Ist der Bram ist am weitesten. Jetzt kommt Brücke vor bis zur Schlossallee. Das wird so passen. Nee, ich nehme mal die 50, nehme ich noch mit. Ja, entspannte 5. Dann kannst du ein schönes Catch mal ziehen. Ich könnte gar nicht lesen, Alter. Wie ja, guck mal, Chris, was soll ich drück da? Die ganze Zeit nur A. Ich drück selbst A, wenn ihr dran seid. Ich hab doch einfach kurz ein Makro. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Aber ein Makro versaut mir das nachher dann. Da ist die Schausestraße weg. Oh nö. Magst du die Schausestraße? Ja, ich hab ne blaue, deswegen mag da ist nämlich direkt der Monopoly, Mann. E-Werk. Geil, das E-Werk. Soll ich Jay das lassen? Jay das lassen? Ne. Ja, das will der doch eh nicht haben. Wäre der selber da drauf gekommen, hätte er sich mega aufgeregt. Wenn du jetzt sagst, das lasse ich dem nicht, dann richte sich da auf. Mal frei parken. Scheißspieler. Ist ja nur eine Orangene weg, wa? Busbau, nimm die 2. 2, 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 2. Du drückst doch immer A, sagst du. Mal wieder etwas, was wir nicht am Ende mit einer Straße beenden. Oder? Nippee! Aber letzten $20 bezahlt. Nee, das mit Abstand am meisten Geld, ja? Ja, echt mal. Du bist gerade der Gewinner. Drück einfach gleich Backspace und dann gehe ich die Einzelnerkrebs sauber machen. Du musst ja Ende drücken, nicht Backspace. Ja, genau, kannst du mal irgendwann wenigstens drücken, damit wir hier ein Spiel spielen können. Boah, so, fast. Wo komme ich denn dann hin? Oh! Oh Gott. Boah, Saale! Oh Gott. Oh. Ja, genau, das Spiel. Schöne 8 hinterher. Ach, stimmt. Also richtig geil traden kann ich noch nicht mit jemandem. Scheiße, jetzt habe ich auf Controller gewechselt. Da. Zurück. Ich wollte nur die Batterien rausnehmen. Dabei bin ich alles verkauft, einfach so. Bankrott, ja. Ja, ohne Scheiß, die Bankrott, Aufgeben-Taste war nicht weit weg. Das war ein Sprung. Da war echt ein Sprung. Okay, alle gelben sind weg, alle roten sind weg. Ey, wer hat sie nicht? Du. Du hast bisher nur eine lila, ne? Und das ist nicht so eine gute Ausgangslage für dich. Ach, scheiße, Jerry. Aber ey, ich hab 2000. Guck mal, ich hab auch eine lila. 2200, mein Freund. Ah, 10, ist doch nice. Das ist eine Karte. Geil, gib mir mehr. Noch mehr Geld, ist doch geil. Mega. Sag mal nochmal würfeln. Also Jay kriegt hier gerade ganz schön viel in den Arsch gesteckt, muss ich sagen. Alter, mein Gott, hab ich jetzt alles scheißlich?
Alter, ey, dieses Spiel, ne? Das kann halt nicht wahr sein. Ich bin einfach auf dem Kriegsfuß mit diesem Spiel. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, steht schon wieder vergessen. Komm schon, ich will Sträßchen kaufen. Fast so viel Geld wie alle zusammen. Ja, das ist die Schlossallee, glaube ich. Ja. Okay, alle Blauen weg. Herr Christian, was hättest du denn für die Schlossallee? Ich kann dir echt... Was? Jace Lila, ne? Also ich kann dir noch nichts bieten und du kannst mir noch nichts bieten. Das ich hätte gerne eine Schlossallee, deswegen frage ich ja. Also hast du was, was du mir bieten könntest? Kann man dir was bieten vielleicht? Ja, was denn? Ja, weiß ich nicht, deswegen frage ich einfach erstmal. Da gibt es noch nichts. Dann gibt es noch nichts. Müssen wir erstmal gucken, wer noch Rot und Gelb und so kriegt. Ja, stimmt. Rot und Gelb ist ja... Uff. Da habe ich aber noch richtig Chancen. Rot und Gelb sind beide schon weg. Stimmt. Die sind ja beide schon weg. Ja, eben. Also, das ist cool. 10. Da geht Schmiede an Jonas. Wieder Geld an Jay. Finde ich mal ein bisschen unfair. Der kauft. Ich glaube es nicht. Okay, jetzt ist Gefängnis. Ne, kaufst du die letzte Grüne. Überschwängliche Freude in mir. Schon krass. Nehm ich, Peter. Aber so was von. Problem ist, das ist alles noch blöd aufgeteilt. Ich glaube, die Orange muss noch weg und die Hellblaue muss noch weg. Ich bin dann auch extrem blöd aufgeteilt. Jo moin, Alter. Belastend. Mann, für den Christian. Hier werden Paschs ohne Ende gewürfelt. Vorsicht, das ist dein dritter Wurf. Ja, wie soll ich da denn beeinflussen? Ja, Vorsicht. Du musst jetzt vorsichtig würfeln. Ja, warte, ich drücke ganz vorsichtig die Taste. Siehst du die Röte? Ah, easy. Ah, haben wir Glück gehabt. Guck mal, oh perfekt. Gott. Nee. Goffe 2. Willst du nicht haben. Scheiße. Tja. Ist das belastend. Ist es, in der Tat. Haben, die 6 will ich nicht haben, die 7 nehme ich. Doch, klar willst du die 7 haben, du bist ja der Hund. Ja, genau. Sie sollten bauen, ja wie denn? Spiel. Sie sollten bauen, Christian. Bau einfach. Wir setzen ja, die Regeln hinweg. Jay, möchtest du was für die Grüne haben? Was soll ich da haben wollen, aktuell? Jo, weiß nicht, deswegen frage ich. Deine Rote, Peters Rote und Christians Rote. Würde okay, hast du irgendwas Realistisches? Von dir? Nö. Okay. Nein! Wobei, vielleicht gut. 7. Ja. Doch, ah, nee, scheiße, ich hab, ich hab mich vertippt, verzählt. Ich dachte, Parkstraße. 7 wäre. Ich würde gerne die Parkstraße. Das ist schon realistischer. Erstmal zahle ich. Jetzt können wir die Parkstraße gegen die Grüne tauschen, klar. Da muss ich noch mal überlegen. Ich weiß nicht, ob Christian halt tauschen will. Ja, was gibst du mir denn dann noch? Geld. Geld und die Lila, ne? Finde ich eigentlich gar nicht so falsch. Okay, ich darf jetzt nicht wie das Falsche Geld drücken. 3, 4, ja, weiß ich noch nicht. Gucken wir gleich. 5 ist da. Was macht Peter denn da? Oh, der kauft die Elisenstraße. Der hat schon die 3 alle jetzt voll. Eieiei. Das ist belastend. Für die Katze schon. Was? Ja,
Ja, wir hätten ja noch ein bisschen Kohle. Ist doch die so, Meta. Bevor ihr würfelt, müsst ihr tauschen, wenn. Wisst ihr nicht, aber denkt drüber nach. Das Problem ist, was gebe ich denn Bram für. Mit Bram behandle ich ja gar nicht. Warte mal, Jay, du willst die Parkstraße gegen die Grüne haben. Das heißt, wir können doch gar nicht handeln. Ich will die Schlossallee haben. Na, er will deine Schlossallee haben. Nee, ich will deine Parkstraße haben. Ich hab keine what? Parkstraße. Ja, noch nicht? Okay. Dann nicht. Würfel. Du darfst nicht zu lange AFK sein. Misch mir wirklich was. Jetzt klingelt das und er leckt mich doch. Ja, dann würfel ich halt. Aber man kann zumindest mittlerweile reconnecten. In der Miete, ey. Krass. Okay. No deal, Bram, bei mir. Weil ich, ja, ich Christian nicht weiß. Mit mir tauschen will. Ja, das verstehe ich. Ich kann überlegen, ob ich dir irgendwie was besorgen kann. Fickt uns halt. Na komm, nehme ich dich halt erstmal. Warum nicht? Was soll man denn schon bauen? Oh, die erste Line. Ja, oder wird jetzt doch gehandelt? Oh, Bram ist dran. So, pass auf. Bram, man hältst du von Rot und Gelb gegen Blau? Ja, Stil. Muss nur mal gucken, wie du hier von Peter kriegst. Da kann ich andersrum. Na, so, du kriegst die. Aber immer noch nicht bauen, Bram. Nee, jetzt gerade kann ich noch nicht bauen, das ist korrekt. Nicht so schön. Aber zumindest ist die Position natürlich schon mal besser geworden, dass man es mehr handeln muss. Ich könnte ja schon mit Killer handeln. Ja, wir können machen, ich krieg die roten und du die gelben. Ja, das könnten wir aber auch umgekehrt machen. Ja, von mir aus auch. Ja, ist cool. Du legst da noch ein paar Euros drauf, oder? Weil ich ja, jetzt kommen die Euros. Ja, Euros habe ich leider nicht. Ja, willst du zumindest den Ausgleich machen, oder nicht? Den kann ich dir leider aktuell noch nicht bieten. Hab schon investiert. Ja, du hast ja noch 888. Ja, ich weiß, aber die brauche ich ja dann auch für die Häuser. Ah. Komm, weißt du, ich würfel erst und dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann kann ich dich ja immer noch anhalten. Okay, wenn du bei mir aufs Feld kommst... Kann ich gar nicht. Ich habe ja schon gedingst. Also. Ja, komm. Dann kriegst du, dann machen wir das. Du kriegst die 2 für 2, ist fein. Ne, 2 für 1. Okay. Ich krieg den Bahnhof noch dafür. Ha. Ja, das ist sogar einigermaßen fair. Ja, das Spiel ist gleich für uns ganz schnell beendet. Wie hoch ist denn der Ausgleich? Ja, das ist doch fair. Das ist fair. Scheiß Bahnhöfe. Ja. Muss ich das schon? Wenn ihr da steht. Ich muss das nie auf den Braun zu bauen, wa? Wenn man ganz ehrlich ist. Kostet halt 50, ne? Also ein Drittel gelbes Haus. Wait, du hast nicht auf den gelben gebaut? Nö, steht gar keiner davor. Dann kann ich noch über dich drüber springen, weißt du, ohne dass ich das Risiko habe, Häuser verkaufen zu müssen. Das finde ich schon mal eine gute Karte. Gute Sache gerade. Egal. Ja, bei mir nicht. Ja.
Ja, einen Dollar hätte ich hier weniger zahlen müssen, das wäre lustiger. Das stimmt. Moment, ich hatte Pasch, ne? Spiele ja. Nochmal. Eine 3. Nein. Okay, 1300. Noch 19 Häuser. Denn jetzt? Oh. Ah, war das noch frei, ist die Frage. Irgendwann wird das letzte freie Feld die Orangene sein. Oh. Jetzt. Ah. Ich sehe auch nichts mehr, was noch fehlt. So, würfeln wir mal. Gucken wir mal, bis wo wir kommen. Oh, das sieht schlecht aus, oder? Das ist eine 6. Eine 6 ist, glaube ich, genau bei dir drauf, oder? Hast du das falsch gesehen? Ne, das habe ich falsch gesehen. Fuck! Okay, auch nicht besser. Ein bisschen besser ist das für dich schon. So. Bedenke das letzte Haus, ne? Das wird verdingetzt. Ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ist wahrscheinlicher als die. Also selbst wenn du da drin kommst, werde ich mich nicht ärgern. Das ist einfach das Wahrscheinlichste für dich, was passieren wird. Bei Parken. Ah, ne. Der kauft die Orangene. Komm, Peter, die 6. Ja, das ist keine 6. Nope. Ah, oh, come on! Ach, Peter. Oh, da war fast die 1, komm schon. Da ist Hypothek drauf. Was kosten die Häuser dann nochmal 200, ne? Jetzt wird versteigert. Was jetzt gerade? Oh, fuck. Aber Peter kann gerade nicht wirklich mitbieten. Ich muss da oben noch rum, das wird auch noch spaßig. Ja, würfeln wir erstmal. Guck mal, was passiert. Pasch ist immer geil zu der Spielsituation aktuell. Oh, nee! Das muss ja nur drüber. Zehner ist. Auf die Roten, auf die Roten, komm schon. Schöner drüber, irgendwie. Ist drüber, wa? Acht. Acht müsste drüber. Müsste doch. Ah, nee. Da ist doch, der ist meins. Bahnhof, oder? Ja. Ah, ja. So. Guck mal.
Oh, Ram kann gleich nicht mehr mitbiegen. Jay dann mit dem letzten Haus. Ja, zumindest schon mal dafür gesorgt hat, Bram. Dich abfucken ist halt aber auch. Wie? Ich würde das gerade eh, glaube ich, nicht bauen, weil ich oben halt noch rum muss. Ja, dann, halt gib mir doch Jay. Dann gib mir doch das Haus. Hab ja, ich das. Cool. Großartige Investition, Jay. 243, kannst du dir aufs Regal stellen. Ja, immerhin nicht für euch, ne? Ja. Also jedes Cent, den ihr nicht kriegt, ist doch gut. Von mir. Das stimmt. Ich kann ja eh nichts mehr machen. Ich habe eh schon verloren. Das ist doch. Ja. Also ich wüsste auch an Jays Stelle nicht, was er jetzt noch groß macht. Ja, ja, deswegen ist also, ja eine gelbe Straße jetzt. Jetzt geht halt los. Also ich kann ja auch jetzt Peter oder dich fragen, aber dann habe ich halt eine Straße und kann keine Häuser bauen. Also habe ich verloren. Geil, die nehme ich. Was krieg ich? 8? 8 hättest du wohl gerne, mein Freund. 2, Entschuldigung, ey, ne? Dann hab ich meine Bruchbude höher eingeschätzt. Ja. 6 ist doch okay. 6 ist doch super. Ich finde das alles sehr belastend, da der bei mir nicht draufkommt, ey. Ja, das ist. Das ist leider drüber. Ach ja. Jay, was hättest du eigentlich gerne für die lilane Straße? Keine Ahnung. Also. Knast. Was soll ich damit machen, Christian? Weiß ich nicht. Mir geben. Warum sollte ich? Gebe ich lieber jemand anderem. Warum das denn? Ja, warum soll ich die mit dir... Okay, gut, ich hätte gerne irgendwas, womit ich bauen kann. Warum gibst du denn dann jemand anderem? Ich dann möchte ich irgendwas, womit ich bauen kann. Das ist mein... Kann dir das... Ewek. Das möchte ich gerne haben. Nee, das will ich nicht. Kann das Ewek geben. Ja, also... Lass mal Jay begucken gehen. Ha, guckt euch den an. Ah, au. Ja. 3, 6, 7, 8. Geht's um. Dann gehe ich halt gleich bei einem pleite und da krieg ich dann immerhin die anderen Straßen als Zugriff. Ist auch nicht so schlecht. Oh, das ist schlecht. Das ist los. Ist los, ist gut. Alles gut. Hatte kurz Panik, aber da habe ich mich Gott sei Dank verzählt. Komm mal langsam, Money, ey. Warum steigst du aus? Weniger Geld für euch. Oh nein, er kommt wieder auf die Gelben, oder? Nee. Er kommt auf dein Haus. Geld! Gott sei Dank. So. Langsam wird das eng mit den Straßen. Also handelt mich ruhig gerne an. Wenn ihr noch gerne die hättet. Sonst hat die gleich wer anders. Ja, die nehme ich auch. Ist okay. Das ist. Da müsst du auch rot sein. Ja, nee. Ah, nee! Ach, das vergesse ich immer. Versorgungswerk. Boah, Peter! Muss jetzt der Doppelte zahlen, oder? Kräftig. Das ist richtig viel. Hart. Krieg ich 44, ja. 44. Warte mal, hatte ich nicht Pasch? Nee, offensichtlich nicht, oder? Ja, aber ich glaube, das war nur, um die Miete zu rollen, oder? Ich habe den Text nicht zu Ende gelesen. Aber da steht zu beenden jetzt bei mir. Dann sollte ich nämlich vielleicht was machen. Wie viel kostet hier ein Haus? 150. Ja, schon recht viel. Ah.
könnte 4 Häuser frei machen. Die ich auch mir leisten könnte direkt wieder, aber das letzte kostet direkt wieder, deswegen. Ja, warten wir erst mal wieder. Ich finde meine Position gerade ganz okay. So, so eine 11 wäre ganz schön mindestens. Oh oh. Nimm die 3. Ist auch. Ja, das ist doch scheiße! Ich nehme die Nummer 3. Nee, man kann nicht vorhersehen, was einem passieren wird, deswegen. Gehen wir auf los. 1106. Da kann ich damit leben. Tja, was würde ich Jay denn bekommen? Jay, ich kann dir Geld geben. Ich glaube, wir machen am Ende eine Tombola raus, wer jetzt gleich da meine Sachen kriegt. Okay. Aber eh keinen Sinn mehr da drin. Oh, 8 ist schlecht. Obwohl, das ist gut! 8 ist schlecht. Noch besser, ihr habt eine super Idee. Wenn wir da ein bisschen Würze reinbringen in das Spiel hier. Ja, dann mach mal eine 8, Jay. Was machst du denn jetzt? Ja, ich war sofort. Fängst du jetzt nicht an, einfach Straßen zu verschenken, oder? Was soll denn der Quatsch? Warte mal ab, was er tut. Er verschenkt Straßen. Sieht für mich danach aus. Oder? Was ist denn das für ein Blödsinn? Also mit mir wolltest du nicht handeln und Peter schenkt dir jetzt die Orangene? Ich lehn mal ab. Was ist denn das für ein Quack? Dann lehnst du halt ab, Peter, du hast deine Chance. Finde ich auch komisch. Guck mal, ob Christian den Handel annehmen möchte. Ja, aber doch nicht für einen, Alter. Ja, wieso? Jeder kriegt die für einen. Jeder kriegt seine Straße, damit er bauen kann, aber Peter wollte wohl nicht. Ja, da bring ein bisschen Würze rein, damit ihr mehr habt. Wenn du mir Geld gibst, lehne ich ab. Okay. Gut, dann fragen wir mal. Gucken wir mal, ob Bram möchte. Oder möchtest du einfach direkt Nein sagen oder ja? Hey, Jay, ne? Das also, kapitalistische Spiel. Ist, der das möchte, ey. Kann ja auch nichts dafür. Hab das fair für jeden einen mein Dollar gegeben. Gott, ey, das hätte ich mir Wahnsinn. So, das ist doch nur fair. Ich hab dich jeder zweimal kann gefragt, ob du mit mir ganz normal handeln willst. Und jetzt kriegst ja, du an die Straße nicht. Und dann zu verschenken. Hab ich gesagt, ich die Würze rein. Na gut, dann halt nicht. Nee, das muss schon ein cooles Spiel sein. Sonst drück einfach auf Bankrott. Da sind die Straße wieder frei, wenn du da keinen Bock mehr drauf hast. Das ist fein für mich. Nee. Scheiße. Dann hat gleich einer Winner Takes All. Ja! Endlich! Boah, 500 ist eine Menge! Das ist teurer Spaß, definitiv. Gucken, ob die jetzt sofort wieder ja, zurückwechseln. Ja, mal gucken, ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob wir... Ja, ich hätte nur 450 da hinten auf dem blöden Blauen, aber hey. Das sieht nicht so aus. Ah! Kann aber nicht wahr sein! Jetzt wird ja noch Jay gepusht. Oh, das ist. Was ist das? Das ist okay, vollpacken. Ja. Das ist echt eine gute Aussage. Ja, das ist schon mal drüber hinweg. Ich würde dir die 2. Geil! Achso, ne, schade, ich dachte, ich krieg da wieder 2. Geh du erstmal ins Gefängnis. Kann ihm halt erstmal nichts passieren. Pasch ist okay. Doch gut, Pädagogisch. Ach nee, 12.
Das hier ist doch die schnelle Variante Monopoly, oder? Das ist die normale. Da ist die schnelle, mit dem dritten Würfel. Wie ist denn die nicht schnelle? Da ist man dann ohne dritten Würfel. Ohne dritten Würfel. Okay. Peter, du bist halt Privatpatient, das ist teuer. Ich brauch mal ein bisschen jetzt. Christian, könntest du mal kurz auf die Roten kommen, bitte, damit ich da mal was tun kann? Oh, jetzt die weiß ich nicht. Ich darf mir das auch schon. Weiß ich noch nicht. Was haben wir denn? 6? Ja, geht so. 10 ist eher nicht so drin, glaube ich. 4? Ja, nehmen wir die 4. 4, das siehst du echt auch, oder? Bevor bis zum Opernplatz. Platz. Das wäre geil jetzt. Nee, ich habe eine Beratungsgruppe erhalten, denn ich habe dazu geraten, die 4 zu nehmen. Das war gut. Komm, dann okay, wir haben jetzt mal was Kleines. Ich darf auch aussuchen. Egal, wärst du oder so nicht drauf gekommen. Da würde ich ja die 11 nehmen, oder? Ne, warum nehme ich nicht die 5? Ach, gelb war deins, Jordan. Das ist zumindest mal die Chance, in den Knast zu kommen. Denke ich mir nämlich auch. Sie soll ich bauen. Die Tipps sind super. Komm, Jay, jetzt eine 11. Eine wunderschöne 11, da sehe ich dich doch. Ach, du ein Jahr. Genau. Oh. Das ist eine 12. Naja, das ist doch das fucking Feld. Ah, ja. Oh, oh nein! Nein! Die Bahnhöfe! Ich wusste, sie werden uns irgendwann nochmal ärgern. Das kommt hier echt rein. Krass. Easy sogar, hat sogar noch zwei Straßen der Bolze. 400 dafür, dass du da nichts rein investieren musst, außer den Kaufpreis? Ja, ich das mir auch aus. So schlecht. Nimm die 10. Nein. Das Problem ist, ich positioniere mich in allen Bereichen blöd und 10 ist auf jeden Fall eine gelbe, leider. Ich würde 6 nehmen, oder? Ja, ich fürchte ich auch. Komm jetzt aber, Christian, komm schon. Ich brauch das Geld. Nein! Ja, das ist der Bahnhof, gelb, oder? Ja, das ist der Bahnhoffehler. Ah, fuck. Wieso kostet der jetzt nur 200? Ja, der hat gerade doppelt so viel gekostet. Alter. Alles cool. Komm, 5? Ey, Bram, was soll das? Ja, komm, right hier, ey. Keine Moment, stehen wir gerade alle auf dem gleichen Feld, Leute. Ja. Ja. Nein, nur 3 Sterne. Ja, klein, das ist auch schön. Bus bauen. Sie sollten bauen. Sie sollten bauen. Ja, schön. Jeder. Oh, da geht der Monopoly-Mann noch über zur 3. Scheiße. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich doch mal hier. Das ist ja lucky. Ja, und wenn jetzt einer mal bei euch, bei mir draufkommt, bei den Roten, dann könnte ich auch mal. Ja, Peter, die, dann könnte ich euch auch wieder Häuser freigeben. Schlosserlee kommt. Kommt eine 4? Könnte ich ja wohl schaffen. Nee. Das ist wieder Bahnhof, das ist aber auch nicht so geil. Der wird uns zermürben, Christian. Der wird uns zermürben. Ja, schon 400. Ja, jetzt habe ich so viel Geld über den Bahnhof gekriegt und jetzt springe ich in die Schlossallee oder so ein Scheiß. Was hast du denn da? Eine 5 bitte. Ja, du darfst dir aber aussuchen. Wow. Die 5. Ja, bei 2 bezahlst du nicht so viel. Ah ja, stimmt. Ich kann die 2 Gott sei Dank nehmen. Oh, Gott sei Dank. Und rück vor bis zur Schlossallee. Ja! Ja! Wow, ich hatte keine Chance! Der hattest du wirklich nicht. Du hättest die Parkstraße nehmen sollen. Nee, die Parkstraße ist Glücksstübel gewesen. Damit ist die Karte jetzt auch raus. Au, oh, ich würde die 11 nehmen. Die 5 ist noch irgendein Feld. Die 5 ist deine eigene, ein Ereignisfeld. Die... Ah, ne, oder Ereignisfeld. Gemeinschaft. Wie lange der Junge überlebt. Ich schenke euch die Karten jetzt nicht mehr. Jetzt wird gefightet. Da ist der Pasch. Leg mich doch am Arsch. Peter ist auch frei Pasch. Ja, schön. Darfst du nach dem Pasch auch nochmal würfeln? Ja. Nein, darf ich nicht. Nee. Schade. Die sind dran. Komm, der 11. Oh, das ist... Schon wieder Bahnhof.
Ne, warte mal, der müsste ja einen weitergehen. Ja, genau! Warum das denn? Ja, okay. Bisschen teurer. Okay, jetzt habe ich 1300. Komm, was Gutes. Das wird besser, was auf jeden Fall. Eine 10 wäre so schön gewesen, Bram. Das ist zu hoch, schade. Kann halt immer auf die Felder kommen. Guck mal, hätte der ein Hotel auf die Braune gebaut, dann wäre Jay jetzt pleite. Nicht unbedingt, nee, stimmt, ja, rein, ja. Da war die 100 wieder, ich muss trotzdem nichts aufnehmen, Scheiße. Komm, Peter. Nee, ich will nicht. Ach, nee. Ja, da sehe ich mich doch. Na, die nehme ich trotzdem. Okay. Okay, ich muss jetzt mal langsam hier mal machen. Was passiert denn jetzt? Aufrüsten. Peter, das geht nicht. Du musst erst eins verkaufen. Ja, ich kann ja alle verkaufen. Nur das von der Chausee-Straße. Hättest du mal die Orange? Nee, du kannst doch von der Chausee-Straße eins verkaufen. Und ich dann verkauf die doch nicht, dann kann ich zwei besser. Blauen ein Hotel. Dann hast du doch die auch wieder freigegeben, oder nicht? Ja, ich sitze hier. Ah, nee, das geht nicht. Das ja, geht genau. Nicht. Ich werde hier einfach Hotels draufsetzen und hab einfach alle fucking Dinger wieder freigegeben. Ich muss nur richtig taktieren. Ja, das hatte ich eigentlich auch vor, nur andersrum. Und andersrum geht das nicht. Blöd. Das wird dir. Was war das denn jetzt? Warum hast du jetzt 8 verfügbare Häuser? Ja, wenn ja, ich sonst auf. 8 verfügbare Häuser. Ja, dann ja auch. Peter doch das war seine... jetzt ja mega blöd. Ja, aber Peter braucht doch auch mehr Geld. Also aber Peter wird doch auf jeden Fall auf Long Term wahrscheinlich gewinnen, wenn er ein Hotel gemacht hätte. Nur. Das Problem ist, bei ja, einem Hotel hätte ich nur 3 Häuser bauen können. Weil das vierte immer verdingenst wird. 2 auf 3 ist halt wichtig. Ja, aber dann hättest du denen ja nochmal mehr Geld aus den Leiern gezogen. Ja, das hätte super. Alles halt super in die Länge gezogen. Aber so habe ich zumindest immer noch die Möglichkeit, Häuser freizugeben und nicht. Und die können sich jetzt richtig hart battlen, wer welche Häuser nimmt. Und dann ja, wird Christian erstmal alle. Peter, alle. Ja, ist so günstig ja, zu bauen auf Schlosser Leoparkstraße. Ja, aber du wirst ja trotzdem jetzt alle verfügbar versuchen zu nehmen. Ich muss jetzt erstmal würfeln und hoffen, dass da keine 3 ist. Das ist auch scheiße, oder? Oder ist das Freipaar? Ah, ne, das ist ja Pasch. Vergesst immer das Pasch. Aber jetzt stehst du gut. Ja. Ich würde nochmal würfeln vorher. Ich wollte gerade sagen, du hast Pasch. Stimmt, ich hatte einen Pasch. Ich hatte einen Pasch. Ja, ja. Was ist das denn jetzt? Bahnhof! Ne, 10. 10. Ne, 10 ist kein Bahnhof. 10 ist Brom. 10 ist gelb. Na, immerhin. Die nehme ich doch. Besser als rot, immerhin. Na ja, guck mal, so viel teurer als der Bahnhof ist das gar nicht mehr. Jetzt können wir mal auf die Spieler. So, guck mal da. Machst einen Sprung von 600 für 200. Ja, dann nehmen wir da auch. Und da wir da oben jetzt ja wird das richtig. Sind, schön. Alles oder nix. Ja, mir gefällt mein Stil auch. Schön die Chance. Lieber Game Master. Ja. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Das sieht. Ist okay. Oh ne, das ist nicht okay. Ja, finde ich auch okay. Das kann nicht wahr sein. Lass mich auch noch Paschen würfeln. Oh ne. Ja, komm. Jetzt haben wir 12. Würfel. Ne, was ist das? Nur 12. Alter! Da sehe ich dich doch. Ja, da kriegen wir auch noch bezahlt. Aber das ist jetzt das ist schon belastend. Oh mein Gott. Holy moly, ey. Drei.
gereicht, wa? Gereicht. Peter, der Geldsack. Komm, jetzt noch eine 2. Oh, lol. Ja, du hast ja auch so einen Mann, wohin? Ah, ne, oder gehst du jetzt direkt in den Knast? Nee, du bist Knast. Wahrscheinlich eh in den Knast gegangen. Ja. Das stimmt. Ja, das war teuer. So, könntest du jetzt an mir sterben, Jonathan? Oh, aber. 2, 3, 4, 5. Noch stirbt er gar nicht. Da! Das Hotel hätte quasi Ende gemacht. Wenn ich sterbe, wäre das möglichst langweilige, ey. Wenn du 2200 hast, dann kannst du richtig 450, stimmt. Ja, mehr als. Ja, das stimmt. Ich werde jetzt hier nochmal alles freigeben, auf dem Hotel. Das waren gerade 900, die dem Braunen da durch die Lappen gegangen sind. Dem Braunen. Ich hab mein Angebot angenommen, Peter. Hättest du jetzt schön bauen können. Ja, du hast mir das aber nicht vernünftig erklärt. Wenn du mir das vorher erklärt hättest, dass du jedem das gibst, was. Du hast gesagt, ich bring ein bisschen Würze rein und hast angefangen, mir was zu verschenken. Das ist logischerweise etwas, was ich nicht annehme, was du wahrscheinlich auch nicht angenommen hättest, wenn du nicht vorher wüsstest, was Sache ist. Du hast jemanden mal voll fertig gemacht, weil jemand angefangen hat, Sachen zu verschenken. Du bist richtig sauer gewesen deswegen. Ja, weil ich deswegen nicht gewonnen habe. Ja, oder? Finde ich auch. Ja, du hast das doch angenommen. Du hast damals das Spiel deswegen gewonnen. Deswegen. Weil du was angenommen hast, was du geschenkt bekommen hast. Das war das Spiel, wo ich eigentlich hätte gewonnen. Ja, das weißt du nicht. Natürlich weiß ich das. Ich habe gelernt dann vielleicht, wenn das wirklich so war, weil ich ja hier erstmal anzweifle. Aber natürlich lasse ich mir da nichts schenken mehr. Natürlich kann mich doch nicht mehr dran erinnern. Würfeln. Das ist jetzt schade, oder? Das ist, ja, aber es ist schon ein bisschen schade. Das ist schon Jay. Oh, da ist es. Nee, da ist es nicht. 7 ist drüber und deswegen, ja genau. Ja, Monopoly, man ist meistens ein Indikator, da musst du bezahlen. Potenziell ist das immer sehr teuer. Ja, den nehme ich. Ich kann ihn überspringen. Ich wollte die Animation überspringen, aber sie war so kurz, das konnte ich nicht. Ja, du wolltest das Geld auch mit überspringen, gib mir zu. Komm, jetzt soll er 10. Was ist hier los? Was soll das? Oh, wenn du einmal den Bahnhof hinterher rennst. Yo, oh, komm hier doch mal erstmal in den Knast. Falsch. Da kommt ja auch erstmal in den Knast. Ach, Leute! Erstmal ins Gefängnis. Zug beendet. Ich würde mich immer noch gerne mit dem Monopoly-Hersteller mal unterhalten, dass das mit dem Knast immer noch beschiss ist. Yes. Yes. Guck mal. Guckst du dir an hier? Ja. Ja. Mafiosis da. Das kann man nicht bezeichnen, wenn man im Knast sitzt und trotzdem den Leuten das Geld aus der Tasche kriegt. Scheiße. So. Ist jetzt wieder Geld zum Bauen. Ja, jetzt kannst du noch mal. Ja, tu ich auch. Sehe ja. Ich hab schon so, Pasch. Bleiben. Pasch! Schade. Okay, Jay. Läuft auf ja den so Roten. Gut? Erstmal. Easy wieder die Hypothek zu bezahlen. Easy. Weniger ja. Geld für. Guter. Ich muss mal kurz appreciaten, wie lange sich Jay jetzt da schon am Durchschleichen ist, quasi. Was echt erstaunlich Pasch. Ist. Ja, Pasch ist aber da nur hin. Weiß nicht, ob der nicht die Hypothek auf seine eigene weggenommen. Ah, es ist seine eigene, okay. Wenn man es halt höher ist, Jay. Oh, 7 ist gar nicht so schlecht, oder? Ja, gucken. Das ist jetzt das moralische Angebot. Gehe ich jetzt bei Peter tot oder gehe ich jetzt bei Bram tot? Yo, nee, stimmt. 5. Oh, ja, nee. Das ist wirklich. Ja. Aber nett. Das ist es. Ärgerlich. Warte mal ein bisschen spannender, ne? Wenn ich jetzt Peter noch alles in den Arsch butter. Er hat ja öde. Okay.
Okay, wie viel Geld kriegt Bram? 252. Kriegt er auch mein Haus? Könnte das sogar sein. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich hab das Gefühl, dass das eine Lüge ist. Ja. Wo ich mir die Karten von Bram angucke, wird mir gerade ein bisschen anders, ey. Nein. Money ist nicht da. Nee, Money ist halt echt nicht da. Nicht mal, um die Hypotheken auszulösen. Ja, Häuser gerade. Hast du nicht ein Haus von Jay gekriegt? Elf Christian, du musst dich jetzt aufs Würfel konzentrieren. Oh, das ist gut! Scheiße. Das ist gut! Ey, das ist eher kacke. Ich glaube, das dürfte dann gewesen sein. Nee, jedes Haus mit dir 100. Ja, ich weiß, aber... Achso, du meinst im Sinne davon, dass ich das zurückwirft. Ich würde ja, ich würd erst die Hypotheken bauen. Ja, so viel habe ich da gar nicht. Warte mal, welche ist denn da? Das ist grün. Das ist meine. Hypothekisieren wir für 70. Was habe ich noch? Die beiden linken da noch, da drüber und die, das Elektrizitätswerk. Weiter runter. Nee, Moment. Das E-Werk ist nicht da. Wechseln wir mal das E-Werk mit dem Wasserwerk. Man, damit sparst du dir immerhin mehr als ein Haus. Zwei sogar, glaube ich, oder? Und damit bist du immer noch nicht unter die kritische Grenze von drei Häusern, oder doch? Wie viel muss er überhaupt zahlen? 1050, glaube ich. Ah doch, scheiße, du bist unter die kritische Grenze von zwei Häusern. Du musst sogar noch zwei verkaufen. Hm. 1050 hat Tatsache. Schade. Nice. Immer noch dafür, dass man im Knast kein Geld einkassiert. Bin ich tatsächlich auch. Bin ich tatsächlich auch. Ich finde das eine komische Spielmechanik. Aber irgendwas haben die sich da wahrscheinlich bei gedacht. Aber trotzdem wie komisch. Achso. Stimmt, du bist ja noch drin. Das Haus, was Jay dann ersteigert hat, einfach verschwunden. Irgendwie schon, oder Bram, hattest du einfach eins? Nee, der hat dafür eins gekauft. Ja, das war auch das erste, das du nach dem gebaut hast, nachdem Jay bankrott gegangen ist. Ist ja komisch. Aber freigegeben? Achso, da hab ich nicht drauf geachtet, dass das überhaupt wieder freigegeben wurde. Schade. Boah, 26, okay. Das ist schon der Wettbewerb. Da müssen wir einen guten Wurf haben. Komm schon. Ja, guten Wurf. Guten Wurf. Für mich. Ne, das ist kein guter Wurf. Wo stehst denn du drauf? Doch, das. Ah, fuck you. Doch, das ist ein guter Wurf. Ja. Können wir jetzt nicht Häuser bezahlen? I like. Ich hab alle von diesen Karten abgezogen, ey. Scheiße. belastend. Also, wie viel muss ich bezahlen? Hab ich gar nicht drauf geachtet. 1100. Das ist schon hart. Das ist schon ganz schön viel, ey. Mann. Okay, die geben mir jeweils 100. Danach bin ich bei 560. Und dieses Haus gibt 75, wa? Die Violette habe ich noch. Ja, das ist wahrscheinlich GG für Peter. Gucken wir mal. Hier ist schon alles passiert. Zwei Runden waren jetzt echt prächtig gespielt habe. Zweimal hat er dann auf Peter draufgekommen und jetzt wieder auf Peter draufgekommen. Das ist sehr bad luck. Ja, manche haben das ganze Spiel über Luck oder halt nur zwei Runden. Ich glaube, das ist ein Skillspiel vor allen Dingen. Das glaube ich auch. Ja, hast du eben gesehen, Peter, als ich sanft gewürfelt habe? Ja. Genau. Ihr drückt einfach zu hart auf die Leertaste. Boah, da blutet richtig. Enter. Der Enter-Simulator, Peter. Ja,
Das kann nicht wahr sein. Kann ich doch was verkaufen? Doch, eine Straße ist für dir noch nicht Hypothek. Jo, die grüne. Jo! Scheiße. Ne, hätte ich mir trotzdem. Doch, hätte ich 75. Ah, shit. Ne, hätte ich. Doch, hätte gereicht. Aber nicht optimal gespielt. Aber ich sehe eher. Boah, 3.500, ey. Hotels überall. PLC. Na komm, würfeln. Ja, nochmal würfeln. Ja. Nochmal würfeln. Ja, jetzt. Da ist ja safe. Das sieht jetzt alles schlecht aus. Kannst du jetzt mal aus dem Knast rauskommen, mein Freund? Ja, muss ich jetzt. Da kommt er jetzt ja auch. Ja, wäre schön. Mit Aspekt. Boah, 15, ey. Weißt du, das tut nicht mal so weh, dass du im Knast bist. Das Geld fährt wieder um. 50, das müsste irgendwie 5.000 kosten. Ey, das ist kein Monopoly, Mann. Das ist der Boss. Okay, 2 ist Gemeinschaftsfeld, 6 ist dein eigenes und 8 ist auch dein eigenes. Ja, ich weiß, dass ich bauen sollte, aber keine. Sie sollten dringend bauen. Oh Gott. Ja, ja. Ja! Yo, Chris, moin! Ne? Hi! Uff. Oh, scheiße, Alter. Das ist doch erfrischend. Wartet? Das wart, oder? Ne, ich hab eine Straße noch. Ne, das tue ich mir nicht an. Ach das komm, muss jetzt, nicht sein. Jetzt entscheidest du dich, dass du ihm die Straßen lieber dann gibst? Dann ja, nee, kommt bei 150 dann nicht. Zumindest fairerweise noch hypothekisieren müssen. Also, ich hab bis zum bitteren Ende gespielt. Jetzt hast du durch diese Entscheidung entschieden, dass Christian die Straßen gekriegt, obwohl der eigentlich, obwohl du nicht an ihm gestorben bist. Möchte ich mal kurz sagen. Jay hat auch entschieden, an mir zu sterben und nicht an dir. Ja. Das stimmt, also, aber das ganze Straße Spiel ist gegen mich. Jeder hat mit der einen Straße kann ich durchaus verstehen. Ich hätte halt nur gesagt, ich hypothekisieren wir noch. Aber da hatte ich ja auch keine Wahl. Dann hätte ich nicht hättest du ja noch weiterspielen können. Hätte ich die Wahl gehabt, weiterzuspielen, hätte ich das versucht. Ja, das ist schon okay. Kann ich daran jetzt eigentlich pleite gehen? Klar. Also, irgendwann kannst du. Hat Christian erstmal in den Ruin gezogen. Hallo? Stopp! Hör doch auf! Ich kann nicht mehr! Oh Gott. Okay. Wie wär's mit einer 6? Der ist gut. Nee! Da seh ich. Das war doch noch der Bahnhof. Jetzt muss einfach nur zwei Felder zu wenig. Christian draufkommen, dann haben wir ein ganz neues Spiel. Ja, ganz neu mit Peter. Ja, gucken wir mal. Ist halt so dann. Ich muss erstmal jetzt bei Peter vorbei. Das ist das Beste. Also, da hätte ich auch immer noch gerne eine Übersicht. Warte mal. Was? Nein, ich nehme nicht die 1. Ist das ein Ereignis oder ein Gemeinschaftsfeld? Ist ein Ereignis. Feld 6 müsste braun sein, das ist mein eigenes. 6 ist eine gute. Ja, ist eine gute Ausgangslage ist okay. Wo steht Peter eigentlich? Wie da wahrscheinlich ist wohl eine 4? Wahrscheinlich nicht. Ich würde es tun. Talat! Oh. 3, 5, 6. Weg! Oder 10. Der 10 ist. Ah. Wieso habe ich eigentlich noch die eine Straße hypothekisiert? So, was. Ja, was. Ich muss hier mal. Bahnhöfe waren noch gar nicht so schlecht. Aber nur alle 4. Ja, aber wenn du die besitzt, müsste der doch jetzt auch noch als 4 zählen, oder? Das würde mich wundern, aber unmöglich ist das nicht. Das zählt. Ah, das zählt, okay. Da könntest du auch zählen. Ereignisfeld ist mir zu gefährlich.
So. Ich hätte jetzt gerne geschmeidige 7. Ohne Monopoly, Mann. Ah, was? Danke. So funktioniert hat, man kann sich das einfach wünschen. Yeah. Warum hab ich das denn nicht gemacht? Mann, bin ich dumm, ey. Scheiße, jetzt hab ich mir nichts gewünscht. Ja, aber da ist ja alles okay für dich. Wir müssen jetzt nochmal dran. Wo stehen jetzt überhaupt noch Häuser? Auf dem blauen, ne? Nur auf der Schlossallee. Hm. Ey, ist das nicht das? Das kann nicht wahr sein! Jetzt komme ich nur an Geld, indem ich immer loslaufe. Ja, komm, also bitte alles über einer 4. Oh, eine 10 wäre super. Knastmaus. Yo, Alter, Knast-Battle, Junge. Ja, yo, hat er erstmal die 10 rausgehauen! Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Hey, musst du halt echt einfach nur wünschen. Das ist echt, ja, das ist ja echt der Shit. Ja, mir jetzt gut, zack, 10. Eine 7 wäre super. Auf der anderen Seite muss man für Peter sagen, komme ich jetzt aber auch schneller wieder an den Roten vorbei, ne? Das ist richtig. Ich wünsche mir eine 3. Das ist keine 3. Das ist eine 6. Ja, so geht das nicht. Du kannst das nicht, Peter. Ne, ich hab die Macht nicht. Ich hätte gerne 7. Wenn jetzt eine fucking 7 kommt, wa? Oh nein! Das ist egal. Nee, warte nicht. Das ist fucking Ereignisfeld oder sowas. Ja, und wenn da keine Karte drunter kommt, dann Knast. Ah, oh, ja, stimmt. Oh Gott. Was habt ihr für fucking Magic Finger, Junge? Oh Gott, ist das traurig, ey. What the fuck ist hier los? Das ist der Gefängnissimulator, ey. Da war nämlich jetzt im Long Game wichtig, weil jetzt kriegst du ja nämlich eine Runde länger im Knast. Das ist halt ernsthaft so. So, what the fuck? Wieso spammst du nicht A, oder tust du das? Doch, tue ich. Okay. Enter. Manchmal hängt er so. Manchmal habe ich so einen kleinen Haklein im Spiel. Alles klar. Ah, war das jetzt schon letzte? Ah, fuck, war schon letzte. Okay, ich bin draußen. Ja gut, Christian. Da du vor Christian rauskommst, ist auch klar, oder? Ja, ja, das ist schon. Aber das ist ja auch eine gute Ausgangsposition, nochmal eine 10 zu würfeln, Peter. Ja, das stimmt. Wie wäre, wenn du nächste Runde einfach eine 11 würfelst? Okay, bitte nicht Häuser renovieren. Bei 2 kann ich echt nicht überspringen. Ja, 150 nehme ich doch auch. Ach scheiße, ich muss ja normal würfeln, fuck. Ja, das ist der Paschkap hier. Boah, ja, einer ganz. Boah. Reicht nicht ganz. Oh Gott, ey. Oh, guck mal. Richtig so, jetzt krass. 11 oder 13. Oh lol, Peter. Gut, dass du gerade bezahlen musstest. Ich hätte die 50 sonst nicht bezahlt. Lol. Oh mein Gott. Das ist die 12. Okay. Easy. Brücke vor, bis Gehirn hat gelernt. Gehirn heißt. Gehirn sagt, da ist eine Karte. Okay. Da können wir leben. So. Du bist normal, Mann. Nee, bist du nicht. Stimmt. Nee. Du bist ja aus dem Gefängnis raus. 8! Fuck, ist 8. Ich kann es einfach. Das ist unglaublich. Könntest du das lassen? Peter, guck mal, das hat dir nicht mal wehgetan. Das hast du nicht mal gemerkt in deinem Portemonnaie. Tut mir jetzt weh, wenn du da drin investierst. Das ist, als wenn da runterfällt und ein bisschen Kleingeld da rausfällt. Wie wird mit einer Doppel-1? Na, ich kann das einfach nicht. Christian, Häuser bauen, drauf geschissen. Ja, ich musste erstmal würfeln. Oder die Bahnhöfe, alles enthypothekisieren. Ich muss jetzt überhaupt mal gucken, wo ist denn überall eine Hypothek drauf? Wo ist Peter überhaupt? Da ist Peter. Peter ist doch auch perfekt für die, oder? Ich meine, hier muss ich jetzt erstmal nichts. Das schnellste Geld machst du mit Bahnhöfen. Ja, den Bahnhof würde ich noch machen. Ja, den unten. Bahnhof auf jeden Fall. Ne, nur den unten. Ah, stimmt. So. So, die brauchst du nicht. Oder doch. Oder doch.
50 ist schon krass für Pillar. Wer? Okay. Whatever. Ich soll ausbluten. Jetzt komme ich auf den Bahnhof, oder? Ja, braun. Ah, ne, braun, okay. Mal da lieber gebaut. 8 Feder. Ups, 10% meines. 11. Nee. 11. 7. Nicht gut. Gut. Alles gut? Nicht gut. Die erste Straße, bei der ich bezahlen muss, ist eine blaue. Tippitoppi. 550 ist okay. Ja, kann ich direkt wieder die Bahnhöfe boutiquisieren. Wo bist du denn weit weg? Da bist nein, mach wir bringen dir viel Bahnhöfe. Mehr Geld als diese komischen Lieder-Dinger. Genau, die Lieder-Dinger sind voll scheiße. Ja, ist ja okay. Ich dachte, warum machst du den nicht weg? Ich würde einfach alles auf blau setzen. Wenn du jetzt noch das schaffst, ein drittes Haus auf Schloss- und Parkallee zu setzen, dann kriegst du doch viel mehr Geld pro Haus. Da würde ich auch alles draufsetzen. Bevor er 50. Einfach alles so gut gesehen, die Häuser, bam. Und dann all or nothing, wie bisher auch. Damit fährst du ja gar nicht so schlecht. Und dann musst du dir noch was wünschen, weil Peter würfelt. Ja. Hab ich gerade schon. Ich glaube, das geht nur alle drei Runden. Na, lass die Bahnhöfe offen, mach Gelb noch weg. Und die Orangen noch weg. Gelb ist echt. Und Grün. Und dann müsste eigentlich gut Geld haben, um. Wenn Peter gleich dahin kommt, also falls du es schaffst, da drüber zu springen. Ja, erstmal muss ich jetzt noch 550 bekommen, vergiss die nicht. Das stimmt, in einem Zug kommst du jetzt bestimmt eh nicht dahin, das heißt, ich bezahle dich. Wäre jetzt bitter, wenn ihr jetzt auf irgendeine Karte kommst mit drücken sie. Oh, ja, okay. Ich muss erstmal mein Hotel checken, ob das auch schön sauber ist, wobei wir sind in der Billiggegend, wa? Ja. Uh-oh. Ist das noch die Orangene? Ja. Aber gute Ausgangslage. Weiß ich nicht. So, Chris, wenn du jetzt drüber springst, danach alles in die Häuser rein. Ja. Erstmal muss ich hier freipacken. Das war's. Das sieht gut aus für mich. GG. Komm, das ist durch. Ich denke auch, oder? Also, ich meine, du kannst es natürlich jetzt noch probieren. Ja, er wird das bezahlen können, aber er hat ja keine Comeback-Mechanik mehr. Ja, Mann, blau. Aber stimmt, reicht das mit den Bahnhöfen? Nee, nicht ganz. Du hast auch noch die eine Orange hast du auch noch, war nicht vergessen. Ja, ja. Und die braun. Und die braun. Das reicht doch. Moment. Ja, da. Kann nicht wahr sein. Okay, deine Häuser stehen noch. Peter hat so auch schon mal ein Spiel gewonnen. Jetzt hast du alles drin. Hui. Nein, auch ist alles drin. Perfekt. Ja. Jeder Monopoly meines jetzt anfällt. Nee, so perfekt ist das. Ja, gucken wir mal. Wenn ich die Braunen hypothekisiere, dann werde ich ja wohl 6 rauskriegen. Was willst du mit 6? Das Gefängnis. Ah ne, ich habe die Karte. Bam. Ich würde eher gucken, weil du kriegst für die Braunen, ob du damit nicht noch ein Haus bauen kannst. Kann er nicht. Ich weiß nicht, was du dafür kriegst. Also Gefängnis kann ich glaube ich nicht bauen. Kriegst du raus, kann nur würfeln. Klar, kannst du kannst Grundstücke bauen. Verwalten. Nee, du musst einen. Genau, du musst einen weitergehen. Nee, ich glaube, so viel ist das nicht. Nein, nee, 30. Ja, der andere wird dann auch nur so viel geben, ne? Na, 60, das reicht nicht. 60 ist zu wenig. Ja, aber ich kann trotzdem mal ganz hoffnungsvoll würfeln.
Du kannst ja Peter um irgendeine Laie fragen. So 3000. Das, oder handel doch mit Peter. Ihr schöne Ausgangslage, Peter. Gleich eine schöne 10, bitte. Christian. Ja, bitte? Vielleicht verkauft er dir ja für 3000, kannst du ja die Orangene verkaufen an Peter. Ja, genau. Ja, vielleicht macht er das ja. Ja, dann hat er Orange und Rot. Ja. Oh. Ach nee. Oh. Du hast ja nur alle drei Züge, kannst du dir was wünschen. Ich würde gerne nur ein Viertel so viel Glück haben wie Peter in dem Spiel. Da würde ich schon, da würde ich zumindest bauen können. Was ist das? Ruff. Ja, da springst du als easy sofort drüber. Aber bitte nicht. Gucken wir mal. 2, 4, 5. Das ist eine 10. Leider keine 11. Aber Peter ist, okay. Ist auch von da aus in den Knast gekommen. Alles drin. Das stimmt. Oh nö! Oh, das ist Pasch. Peter will mal wieder mitspielen. Finde ich gut. Wollen. Ah. Pasch. Gott sei Dank kam der Pasch. Endlich daheim. Endlich daheim. So. Jetzt hätte ich gerne eine 3. Ach, ist mir egal. Pasch. Ich. Fuck. Gott sei Dank. Wenn der Monopoly mal kommt, bist du immer gefickt, außer du stehst hinter dem Blauen. Ja. Komm, noch ein Pasch. Komm schon! Komm schon! Das kann nicht wahr sein. Ey, komm, der rote Würfel war da auch nicht. Aber du bist drüber. Du bist drüber. Alles gut. Ah. Bauen! Zu spät. Elf jetzt ja. Mal! Acht ist sogar gut. Dann nehme ich sogar die 8, oder? Ja, da bist du näher dran. Ja, eben. Oder du nimmst die 2. Die 7 ist das Wahrscheinlichste, was kommt. Ja, ich nehme die 8. Bauen, 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 bauen. Ja, ja, ja. Peter, willst du Park oder Schloss? Wir können erzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 1, 2, ist 3, Park, 4, 5, 6, 7. Schlossallee wäre 2x7. Statistischen Mittel wäre da wahrscheinlicher. Wahrscheinlich. Ja, mehr hast du. Du musst dich an sowas ja, aber mehr ja, hast du ja nicht mehr. Ich weiß, ich weiß. Da ist die erste 7. Das finde ich jetzt belastend. Belastend ist, was jetzt passiert, Peter. Gucken wir mal. Drüber! 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 Also eine 7. Komm, Chris! Mindestens. Drüber! Drüber! Ja. Das. Jawohl! Ah, fuck off. Oh, was ein geiles Game heute hier, ey. So, Peter. 4 und Monopoly, Mann, wäre super. Oder 5 und Monopoly, Mann. 7! 7! Oh. Ha! Das ist doch zu hoch, Peter. Wieder junge 5000. Ich kann damit nichts machen. Außer Christian anbieten, aber das wäre auch ein bisschen bescheuert. Hör mal, da würde ich nicht nein sagen. Ja, das glaube ich dir sofort. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. 30. Ja, das war mal große Schritte. Ja, hier, 10. Riesenschritte. 10 sind große Schritte. Hätte ich doch den Bahnhof. So, hast du jetzt auch große Schritte? Nee, ich brauche jetzt erst ein bisschen Geld. 12 vielleicht? Ja.
Finde ich ganz gut. Ich nicht. Bin ich doppelt da. 550? Ja, das kann ich locker bezahlen. Die blauen hast du, die braunen hast du auch noch. Leck mir, ey. Das geht ja leider nicht. Ey, Peter, da hab ich kein Haus mehr. Komm, dann kriegst du zumindest die Genugtuung, wenn ich das komplett abbauen muss. Dann musst du theoretisch nicht mehr. Theoretisch hättest du noch zwei Häuser, aber... Da kriegst du 175, wenn ich da drauf komme. Nicht mal ein Haus. Peter, gewonnen. Zu Recht. Skill! Nein. Ja, Monopoly ist einfach nur witzig immer wieder. Die Saltiness, die Verrücktheit, die Randomness. Das ist schon abgefahren. Es ist wirklich abgefahren. Das war's mal wieder mit einer Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss.